Gel eine große Rolle. Du gehörst übrigens nicht zur Kontrollgruppe. Du kriegst das Gel. Dem letzten armen Teufel haben sie nur blaue Farbe gegeben. Ja, der hat sich jeden einzelnen Knochen gebrochen. Tragisch, aber aufschlussreich, sagen die im Labor. So, jetzt geht's weiter. Für alle, die noch nicht wissen, was Rückstoßgel bedeutet, es gibt verschiedene Gele. Zum Beispiel jetzt wie hier das blaue, das ich gleich zeigen werde. Das verstärkt das Springen. Dann gibt es glaube ich ein anderes, das ist orange oder gelb. Damit könnt ihr euch schneller fortbewegen. Aber das kommt später noch und das zeige ich euch dann, wie das funktioniert. So, jetzt müssen wir erst einmal darüber. Und damit wir da hochkommen. So, einmal. Hopp, ich zeig's mal. Bang. Zack. So, machen wir hier ein Portal. Und hier ein Portal. So, jetzt sind wir da oben. Weil wir wollen darüber zu dem Schalter, damit wir hier oben einen Klotz bekommen, um, wie ihr seht, die Tür aufzumachen. So, alle hopp. Zack. Und ja. Einmal drücken. Jupp, den wollen wir. So, alle hopp. Und zack. So einfach. So, jetzt legen wir den da drauf. Und gehen wieder darüber. Alle hopp. Die Jungs im Labor meinen, ich sollte die Kontrollgruppe nicht erwähnen. Sie meinen, ich sollte diese Nachrichten nicht mehr aufnehmen. Das hat mich auf die Idee gebracht, noch mehr davon aufzunehmen. Ich bin hier der Boss und ich kann so viel über Kontrollgruppen reden, wie ich will. So, wenn wir hochkommen. Das Portal. Zack. So, mal gucken, wo wir hin müssen. Ich glaube, hier müssen wir nicht hin. Hier gibt es auch nichts. Nein. Schauen wir mal da drüben. Das könnte eher was sein. Beim nächsten Test versetzen wir das Gel mit Nanopartikeln. Diese kleinen Dinger werden milliardenfach in deine Blutbahn eindringen und neuartige Gene und RNA-Moleküle in deine Tumore einschleusen. Du sagst, du hast keine Tumore? Keine Angst. Wenn du in der Lobby ohne Bleiunterwäsche auf einem der Klappstühle gesessen hast, dann hast du jetzt welche. So. Okay. Machen wir jetzt hier ein Portal hin. Zack. Und warten wieder, bis er kommt. So. Und zack. Jetzt wollen wir den Klotz haben. Und zack. So, und gucken, wie wir da hochkommen. Ah. Okay, das Portal blau, setzen wir da drüben hin. Mhm. Mal gucken, wie wir das am besten lösen. Mhm. Okay, ich muss von größerer Höhe irgendwo runterspringen. Ah, okay, jetzt wäre erst einfach ein Portal dahin. Und hopp! Geschafft. Okay. Brauche ich einen zweiten Klotz, um das Portal da oben frei zu machen, damit ich da hochkomme. Okay. Und her. Ah. Geschafft. So, setze ich ein Portal da oben hin. Und hier. Das theoretisch ausreichen. Alle hopp. Ja, hat gereicht. Oh, falls du vom Rückstoßgel bespritzt wirst, haben die Jungs im Labor folgenden Rat.
Lass dich nicht mit Rückstoßgel bespritzen. Wir wissen noch nicht genau, um welches Element es sich handelt. Aber eines wissen wir. Es ist sehr lebhaft und es mag keine Menschenknochen. Boah. Ich denke mal, das dürfte uns nicht stören. Jo. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Alle Forschungsbereiche bestehen zum Schutz gegen Ratten aus Asbest. Sag uns Bescheid, wenn du an Atemnot, Hustenreiz oder Herzstillstand leidest. Das gehört dann nicht zum Test. Das kommt vom Asbest. Die Jungs im Labor sagen, eine Asbestvergiftung hat eine Latenzzeit von 44,6 Jahren. Wenn du über 30 bist, kannst du dich also freuen. Im schlimmsten Fall musst du auf ein paar Kegelabende verzichten. Dafür hast du aber der Wissenschaft für die nächsten 300 Jahre wertvolle Erkenntnisse geliefert. Danke dafür. Ich hoffe, wenn es weiter nichts ist. So, wir müssen uns ein Portal da oben hinsetzen. Und ich würde sagen, probieren wir das hier unten. Ich denke mal, das sollte ausreichen. Jupp. Schauen wir mal, was weitergeht. Okay. Würde ich mal grob sagen, setze ich mir ein Portal dahin, beziehungsweise dahin. So, alle hopp. Ha, dein Stil geschafft. Du machst dir deine eigenen Regeln, genau wie ich. Die Erbsenzähler meinten, ich kann keine Entlassen, nur weil er Rollstuhl sitzt. Hab's trotzdem getan. Rampen sind teuer. Ah. Okay. Dann würde ich mal sagen, kleister ich das Ding hier voll. Ah, okay, hier brauche ich definitiv auch. So. Ja. Ah, okay. Da könnte ich mich dann eventuell rüber schleudern lassen. So, jetzt muss ich gucken, wie schaue ich da hoch. So, dann sehen wir doch mal nach. Hopp. Okay. Ah, verdammt. Ich muss jetzt wieder da hoch. Das jetzt wieder. Zack. So, alle hopp.
So. Okay. Ich würde sagen, probieren wir es mal aus. Schaden kannst du ja nicht, denke ich. So. Zack. Ich denke mal, das werde ich brauchen. Okay. Yep. Würde ich sagen, probieren wir es mal einfach aus. So, ein Portal setze ich hier hin. Und das andere. Zack. Und hopp. Der Kaffee von vorhin enthielt übrigens fluoreszierendes Calcium, damit wir die Nervenaktivität in seinem Gehirn verfolgen können. In wenigen Fällen kann der Stirnlappen durch das Calcium versteinern. Aber versuch nicht, dir den Vorgang bildhaft vorzustellen. Denn Angstreaktionen beschleunigen den Vorgang nur noch. Als ob ich Angst hätte. Ha, ha, ha. Kindergarten hier. Langsam muss man ein bisschen nachdenken. Auch nur so ein bisschen. Wenn du zur Kontrollgruppe Kepler 7 gehörst, haben wir einen winzigen Mikrochip der Größe einer Postkarte in deinen Schädel implantiert. Wenn der beim nächsten Test anfängt zu piepsen und zu vibrieren, dann sag uns Bescheid. Denn dann wird er sich auf etwa 500 Grad erhitzen und wir müssen ihn so schnell wie möglich wieder aus dir rausoperieren. Okay, klingt ja sehr nett. Okay, jetzt muss ich gerade selber überlegen, was wir tun müssen. Ah. Okay. Okay. Hab's geschnallt. So. Ah, okay. Das ging jetzt noch. Ganz ruhig bleiben, sage ich denen immer. Zum nächsten Test gehört eine kleine Zeitreise. Darum folgender Tipp. Okay. Wenn du deinem eigenen Ich begegnest, schau ihm nicht in die Augen. Im Labor sagen sie, das könnte zur Auslöschung der Zeit führen. Komplett. Kein Vor- und kein Zurück mehr. Also, tut euch beide den Gefallen und lasst den Jungen einfach seine Arbeit machen. Ja. So. Zack. Durch. Oh, auch geschafft. So, schauen wir weiter. So, ich muss was sagen. Ich gehe mal in den Aufzug. Mal gucken, was passiert. Wo müssen wir hin? Okay, da oben. Puh. Das ist gar nicht so easy. Ah, okay, jetzt probiere ich mal was aus.
Das hat gut geklappt. So, müssen wir jetzt hin? Und alle. Jupp. Hörst du das? Es bedeutet, du verbrüllst zwischen den Tests sehr viel Zeit in den Fluren. Im Labor sagen sie, das könnte eine Angstreaktion sein. Ich bin kein Psychiater, aber es muss sich um Projektion handeln. Diese Fachidioten machen sich schon ins Höschen, wenn ein paar Funken fliegen, die in Löchern ihre roter BHs brennen könnten. Mhm. Die waren niemals Astronaut, Kampfsoldat oder Goldschürfer. Das waren nur wir. Du und ich allein gegen die Welt. Dein Schneid imponiert mir. Nur dein Eifer könnte größer sein. Na los, packen wir's an. Okay, das klappt schon mal nicht. Ich sag, probieren wir das da. Jupp. So, ich würde sagen, waschen wir mal ab. Mal ganz gut aus. So, legen wir mal da drauf. Okay, dadurch geht das hier auf. Wie kommen wir da hin? Mhm. Und zack. Okay, das klappt mal nicht. So, müssen wir eigentlich hin? Okay, trotz da hoch. Die Frage ist halt, wie?